Neben dem Ulkental und der Seisser Alm stehen jetzt auch im Südtiroler Wipptal Wolfsattacken auf der Tagesordnung. Wenn der Schutzstatus des Wolfes nicht bald gelockert wird und wenn nicht zügig wolfsfreie Zonen ausgewiesen werden, stehen viele Kleintierzüchter vor dem Aus. Der Aufwand, vor allem auch der finanzielle Aufwand für mannshohe Zäune, für zusätzliche Hirten und für Herdenschutzhunde ist für Bergbauern und viele Kleintierzüchter nicht zu bewältigen. Ich möchte hier einen Zaun vorstellen, was wir einmal zurzeit jetzt die einzige Möglichkeit haben, zu machen. Und wo das vorne Arbeit ist. Und überall ist das ja nicht einmal möglich. Es ist ja, weil es da gerade neben der Straße ist, so etwas zu tun. Wie hoch das Zeug muss machen. Und das ist ja auch noch nicht einmal eine Sicherheit für mich ausgeglichen. Schon da im Boden, wie man es gemacht hat, ob das auch so geht. Wenn man da auch schaut, das ist schon noch wie ein Stück, was man braucht, um das Viech einzuzahlen, also ein bisschen sein haben. Und wenn ich auch so Maschine, ist das überhaupt nicht für die Landschaft. Und das Viech wird ja auch automatisch gestresst, wenn das selber Zeug alle Tage muss herholen und muss eintieren und wieder rauslassen. Und schon wenn die in ein Gehege rein sind, die werden gegenseitig, das sind noch weste Viecher, die sich verstoßen, die sind unruhig, die spüren das, dass das nicht normal ist. Die Leute sind immer nicht bewusst, was das heißt, wenn heute viele Almen aufgelassen werden. Und das, es ist einfach die Konsequenz, wenn wir einen Wolf da haben. Und das sind nicht leider die Almen, die was dann immer bewirtschaftet werden. Klar trifft es die Kleintierzüchter. Und die meinen auch im Sommer eine Ruhe nach. Und die haben das Futter zusammen vom Winter nicht. Der große Bauer in Dolunden wird es allein nicht mehr alles sortieren gehen, dass er das da meint. Wenn das jetzt einer dazukommen soll, dass die das alle lassen. Dann schau ich mir die Landschaft noch gerne um in 5 Jahren. Nicht? Und das dauert nicht länger. Nicht? In so einem Tourismusland, wie wir da sein. Ich mit den Kindern soll nachts tauchen gehen in die Alpen. Die Viecher halten, das ist für mich ein Arbeitsaufwand von ungefähr 2 Stunden. Und morgens dasselbe. Morgens müssen die Kinder in die Schule, in die Kitas, in den Kindergarten gehen. Und man soll auch um 8 Uhr bei der Arbeit sein. Das geht einfach nicht. Die Sicherheit auch, was bei den Kindern auch zu sagen ist, sie spielen im Wald, sie machen im Wald um Häusler und spielen einfach ganz nett. Man braucht leider ein bisschen nachschauen, was sie noch wieder tun. Das ist einfach nicht mehr gegeben. Ich habe einfach Angst um die Kinder und deswegen lasse ich sie auch nicht mehr im Wald rumfahren. Es geht einfach nicht mehr. Ich sehe das nicht ein, dass der Wolf einfach hergeht und die Kinder die Freiheit nimmt, aufzuwachsen, wie wir früher auf der Bauernhöfe aufgewachsen sind. Und der Wolf, der muss einfach weg. Nein, wir sind jetzt hier in Tulpers, auf dem Mauerhof, da ist der Besitzer, der Seppel. Da meistens um der Jahreszeit sind schon die Kälber da drin. Ich glaube nicht, dass das jetzt die Zukunft ist, da, dass wir Bauern jetzt sollen unsere Viecher in den Stall lassen. Wenn für uns alle verlangen, lassen das Viech aus, es ist sperrig, es ist schien, wir machen mit denen eine Werbung. Ich glaube, da stimmt etwas nicht mehr zusammen und das müssen wir unbedingt schauen, zu ändern. Es geht nicht gleich um Schafe und um Jase. Wir haben daheim eine Milchkühe, wir haben Jagen in Hochzucht, wir haben kleine Kälber daheim. Ich habe einen bärigen Zaun aufgestellt, ich habe eine schöne Fläche da auch und da brauchen wir nicht mehr die Kälber rauszubringen. Besonders in unseren Höhenlagen wird in den Sommermonaten eine extensive und sehr naturnahe und naturverbundene Almwirtschaft betrieben. Mit der Wiederkehr des Wolfes steht die Existenz zahlreicher Bergbauern, aber auch unser Wandertourismus auf dem Spiel.